Wir planen, wir unterstützen den Kunden. Wir schauen uns Anlagen an. Also wenn Sie ältere Anlagen haben, Bestandslabore, melden Sie sich, wir kommen vorbei. Überprüfen, wo können wir optimieren, wo können wir Regler tauschen, wo können wir vernetzen. Was für einen Nutzen können Sie kriegen, wenn wir das machen? Auch schon in der Planungsphase unterstützen wir mit Vorschlägen, mit Ausarbeitungen, mit Raumbilanztabellen. Wir sehen hier jetzt ein schönes Bild mit einer Lüftungsanlage. Das wäre jetzt ein Digestorium. Das Digestorium wird belüftet, es wird abgesaugt. Es darf eben vorne am Frontschieber darf kein Schadstoff ausbrechen. Wenn einer den Frontschieber öffnet, muss der Volumenstrom automatisch angehoben werden, damit immer eine Einströmgeschwindigkeit von einem Abzug da ist. Das ist hier schön mit Pfeilen dargestellt. Also es darf nichts raus, es muss Luft rein in den Abzug durch den Unterdruck. Ausgeregelt wird das Ganze über einen Volumenstromregler mit schnell laufendem Stellantrieb. Das sagt die Norm, 2 bis 3 Sekunden muss der Sollwert ausgeregelt sein. Und wir sehen es, wenn einer den Abzug öffnet, sofort auf 400 Kubikmeter pro Stunde pro laufenden Meter Abzugsbreite den Volumenstrom erhöhen. Das ist auch abhängig von der Bauform vom Hersteller des Laborabzugs. Sicherheit im Labor ist das A und O. Der Laborabzug wird natürlich nicht nur geregelt, sondern er wird auch überwacht. Das heißt, die Laborabzugsregelung hat eine integrierte Überwachung. Wenn wir Abluft absaugen, müssen wir Zuluft einbringen. Hier jetzt als Beispiel noch eine Temperaturregelung über eine Volumenstromschiebung. Das heißt, wir erhöhen den Luftwechsel einfach in diesem Labor, fahren den Luftwechsel nach oben, sodass sich die Raumtemperatur wieder einstellt. Alternativ könnten wir damit auch Ventile von Registern ansteuern. Egal ob Abzug oder Raumsteuerung oder Raumbediengeräte, die dem Nutzer den Betriebszustand anzeigen, alles wird vernetzt und sämtliche relevanten Datenpunkte, die der Kunde haben will, schalten wir dann auf eine GLT auf. Alles durch die Firma Schneider.